Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. So, ich bin durstig. Ich habe gerade ein Schlücklein getrunken und die Flasche ist wieder leer. Das heißt, wir saufen uns da mal einen an, nutzen gleich die Flasche und schütten da was rein. So, perfekt. Und da drüben füllen wir die Flasche nochmal auf. Und mit der Tasse machen wir hier noch schnell voll. So. So. So, perfekt. 73 Tage haben wir überlebt. Das ist ja schön. Ich habe mir erlaubt, einmal eine Gemüsesuppe zu holen und zwei Haiköder zu basteln. Er macht besser zwei als wie ein. Werd auch gleich einen da hinten wieder hinschmeißen. Und dann, denke ich mal, schauen wir uns wieder die Gegend hier an, ne? So, platsch. Kurz warten. Vielleicht kommt das Haifisch hier schon. Ja, ja, da schwimmt er schon mal. Vielleicht registriert er sogar, dass hier ein Häppchen für ihn da ist. Jawohl. Und wir tauchen. Gut, die Zeit nutzen wir, um nach Möglichkeit so viele Erze zu finden, wie es geht. Hier haben wir noch einen Seetang, den habe ich übersehen. Schrott muss ich auch noch sammeln, du heilige Makrele. Halt, jetzt hat es gerade geleckt, Entschuldigung. Da haben wir Erzchen, also Kupfer. Zack, zack. Zack, zack. Ich sollte mich mal vielleicht von quasi Felsvorsprung hier zu Felsvorsprung arbeiten. Aber was mache ich denn mit so vielen Steinen? Ich habe keine Ahnung. Sand wäre noch gut. Also irgendwie fliege ich jetzt mehr oder schneller Sauerstoff als gedacht. Weil wir jetzt so tief unten sind. Oder ist jetzt wieder was kaputt geworden? Das muss ich kurz schauen. Ne, blub, blub. Blub, blub. Blub, blub. So. Na, ist alles da. Müsste funktionieren. Müsste alles passen. So, und. Zack. Müsste alles passen. Ach, wie schön und fein. Müsste alles passen. Ui, wie schön. Gemein. Ja. So. Ja, also Schrott. Den kann man immer brauchen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich irgendwann mal an Schrottarmut leiden werde. Aber diese Erze sind auch fies versteckt, ne? Da könnte ich schon fast eine Beschwerde schreiben. Also, es wäre sehr langweilig, oder? So. Hier haben wir nur... Aha, der Hai schon wieder. Das will ich noch mitnehmen. So, schnell auftauchen. Dam, dam. Au. Ja, und nach Möglichkeit gleich mal zum Floß. Das heißt, es ist, dürfte der Haiköder dürfte schon kaputt sein. Ja, der hat nicht lang ausgehalten. Dann hauen wir gleich den zweiten ins Wasser. So, platsch. Und hier werden wir gleich die nächsten Barren schmelzen. Ich habe sowieso vor, unten alles... Hoppala. Das war das falsche Item. Ich habe sowieso vor, hier unten alles Haifisch sicher zu machen. Also wirklich jede denkbare Platte hier zu verstärken. So, ich muss mal schauen, ob ich da reparieren darf. Ja, Gott sei Dank. Jawohl, jetzt geht er den an. Gut. Und Heureka! Da. Blanche, 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 Blanche. So. Look, 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 look. Look, look. Da haben wir schon was. So. Will Kupfer. So. Wow, das war jetzt sehr viel Fels. Ein Anker und sehr viel Fels. So, schön blubschen. Bild Sauerstoff haben wir noch. Glubsch, glubsch. Jetzt muss ich auftauchen. Vielleicht sehe ich beim Auftauchen noch was. Aber ich glaube, wir waren da schon sauber. Oh, knapp wird's. Oh.
So, sehr gut. Und wieder Tauchitauch, Seetang, sehe ich keins. Hier haben wir... Na, das hat ausgeschaut. Aber doch. Hier ist ein einziges Erzlein versteckt. So. Schrott zwei nebeneinander. Das ist gut. Da schön mitnehmen. Da haben wir wieder Ton. Ton brauchen wir auch immer. Für unsere Schüssel. Hier haben wir auch Ton. Hier ist noch ein bisschen Schrott, den will ich auch mitnehmen. Und wenn wir wieder auftauchen. Da ist er. Ja, ich habe jetzt gerade nur einen Schatten gesehen. Okay, ich muss sowieso ganz raus am besten. Wo ist unser Flößchen? Da drüben, glaube ich. Ja. So. Am besten gleich ganz raus. Hui. Ja, das war ein Fail. Ja, das war klar, dass der mich jetzt nochmal erwischt. Da bin ich selber schuld. So, wieder mal knapp die Kiste hier. So, blanke, blanke, blanke. So, ich glaube, ich mache mal ein kleines Päuschen und esse mal was. Mahlzeit. So, und ein paar Schluck trinken. So. Sehr, sehr gut. Dann werden wir unsere Beute werden wir wieder hier hin tun. Den Sand, den Ton. Wobei, wie viel Ton brauche ich jetzt für die Schüsseln? Zwei, das passt. Machen wir gleich vier Schüsseln wieder draus, weil hier habe ich nichts mehr. Die Paaren werde ich behalten, weil da kann ich gleich Fundament weiterbauen. Nägel werden wir gleich draus machen. Das werde ich auch hier horten. Jo. Kupfer. Tun wir auch derweil horten. Passt. Gut. Ich brauche mein Hämmerchen und das Fundament und Nägel. Hier und da. So. Dann schauen wir gleich, ne? Hier würde ich gleich sagen, ja, hier wollte ich noch einen Zubau machen, ne? Ah, da fehlt eh schon ein Eck. Da wollte ich ja noch sowas bauen rundherum, aber ich glaube, ja, da fehlt es mir gerade am Planken. Lass mal das heute gut sein, ne? So, aber den, ja, das habe ich super gemacht. Den könnte ich schon mal verstärken. Den Nägel fehlen. Wie geht sowas? Dann könnte ich den schon mal verstärken. Den verstärken und den verstärken. Mal so ein schönes Kranzel machen, ne? Jetzt habe ich wieder zu wenig Nägel. Hoppala, das war der falsche. Egal. Und jetzt fehlen die Bahnen. Gut. So. Ah, da haben wir eh schon wieder zwei neue. Da geben wir auch gleich Nachschub. Jetzt ist er schon wieder da. Du Heidreck. So. So, vier ordentliche Hiebe aufs Goscherl. Ja, machen wir gleich hier wieder die Rüstung. Achso, da fehlt mir Nägel. Wer hätte denn das gedacht? So. Passt, jetzt sind wir rundherum pleite. Sehr gut. Hat er den Haifisch... Jetzt hat er beide Haifischköder verbraucht, dieses Mistviech. Habe ich das richtig gesehen? Ja, alles weg. Ja, ne, da müsste er mal wieder machen. Musste machen Haifischköder. Wo war der? Hier. Da fehlen noch Fischis. Dann probieren wir mal unser Glück. Vielleicht finden wir sie... Also vielleicht können wir sie schnell angeln. Weil ohne Haifischköder ist das fast eigentlich sinnlos, tauchen zu gehen. Der frisst uns mit ein paar Hubs weg. Das muss nicht sein. Jawohl, einen Hering haben wir schon mal. Aha, jetzt beißt er, ha? Aber doch nicht. Doch nicht. Weil wir hier gut stehen, auf diesem Metallrüstungsding da. Noch ein Hering. Eine See, wie heißt die? Seebrasse? Die würde ich brauchen. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja? Noch ein Hering. Boah. Hä? Wo habe ich das? Oh, die Angel ist schon wieder kaputt. Also aushalten tut das auch nichts mehr, ne? Ja, da fehlen mir jetzt Planken. Grüß Gott. Ja. Wieder mal. Dann gehen wir halt wieder Baum schlachten, ne? So.
Sechse, Punktum. Haben wir einen Sämling bekommen? Nö. Eine Angel stellen wir mal her. Nix mit Sämling da. Jetzt haben wir eh schon zwei Palmen hier. Ich möchte noch mehr haben. Aber trotzdem... Ja, ja. Die Möwe freut sich wieder, ne? Die jausen da wieder fein. Die sollte man aber auch besiegen können, angeblich. Ja. Ich sollte hier langsam mal ernten zwischendurch, bevor ich gar nichts mehr habe. Und gleich wieder anbauen. So. Da. Die da drüben hat sie stehen lassen, komischerweise. So. Prost, Prost, Prost. So. Gleich befüllen wieder. So. Und einmal. Und zweimal. Dreimal. Viermal. Und ein gutes fünftes Mal. So, Ruhe ist jetzt. So, den Sämling haben wir gleich mal rein da. Für die Angel habe ich jetzt genug Planken. Die zerstöre ich jetzt nicht, die Bäumchen. So, dann schauen wir mal. Kriege ich das jetzt schon hin mit dem? Aha, man muss entweder oder. Scheinbar. Ich glaube, ich habe keine Seebrasse mehr. Das heißt, entweder oder. Es müssen gar nicht beide Fische da sein, wie ich immer gedacht habe. Das passt. Na bitte. Ich freue mich. Platsch. Bitteschön. So. Der Haken ist gleich vorüber. Vorbei, weg. Muss ich mir noch schnell einen neuen bauen? Das ist übel. So, eine Planke und ein Kunststöffchen. Na, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte, dass du das öffnest. So. So, das wollte ich, genau. Alter, da gibt's so viel zu tun, ne? So, so mal noch. Alter, hier kommt so gar nichts. Ich glaube, der hat ihn schon wieder zu ziemlich hingemacht, ne? Hin und kaputt. Aber ich glaube, wir sind eh schon ziemlich rundherum. Jetzt wäre es nur noch sinnvoll, den Schrott einzusammeln, glaube ich. Und dann können wir uns schon verpissen hier. Eine neue Insel versuchen zu finden in 20 Parts. Sand und das werde ich noch versuchen mitzunehmen. Was ich finden kann. Ja, und dann hätten wir es, glaube ich, eh schon wieder. Halt, war da was? Oder war das jetzt eine Blubberblase? Ich glaube, das war eine Blase. So, mal Luft holen inzwischen. Perfekt, und nochmal. So, mal look, look. Zeit haben wir noch genug. Ich bin schon... Da, jawohl. Da haben wir was. So gut versteckt zum Teil, ne? So. Und drei. Sehr gut. Da haben wir auch noch was. Ich glaube, der Hai kommt. Ich höre da irgendwas blubbeln. So. Dann look, 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 look. Sauerstoff geht noch ein kleines bisschen. Jetzt müsste ich dann wieder schauen, dass ich auftauche. In der Nacht ist halt scheißlich ungut. Aber wir können die Zeit jetzt nutzen, eigentlich zum Fischen. Um da mal uns zu stärken. Das können wir jetzt... Hoppala. Servus, Angel. Anker, wollte ich sagen. So, ja. Also, Bäume schlachten. Das können wir mal angehen. Wenn wir die Planken bekommen. Ich habe auch bei einem Fisch einen Topf, habe ich gesehen, wofür der Eimer eigentlich gut ist. Kann es denn sein, dass wir auf irgendeiner Insel vielleicht früher oder später mal, per reinen Zufall, eventuell, eine Ziege oder eine Kuh finden können, die uns Milch geben? Das eine, wie soll ich sagen,
Diese eine Zutat, die man für den einen Fischeintopf braucht, schaut irgendwie so milchartig aus für den Eimer. Es wird doch erklären, warum man den so komisch rüberhält. Das wäre dann ein Melkvorgang, ne? Sozusagen. Vielleicht findet man wirklich mal eine Kuh an. Aber was muss das denn bitte für ein armes Viechlein sein, ne? Wenn der ganz Mutterseelen allein da die arme Kuh oder die Ziege, was es sein könnte. Vielleicht auch ein Schäfchen. Das arme Viech, ne? Dass der ganz alleine sein muss auf der Insel dann. Das ist auch schon ein bisschen hart. So, die Palmsamen gehen mir jetzt auch schon aus. Hervorragend. Was wünscht man sich mehr? So, einmal. Ah, da haben wir schon. Ich depp. Okay. Habe ich den schon gegossen? Nein. Natürlich nicht. Der muss bei mir beinhart verdursten. Ich trinke auch mal was. Ich gieße mich selber. So. Gut. So. Passt. Ich brauche mehr Barren. Das heißt, Blanke. So. Jetzt könnte das gut schmelzen. Ich trinke noch einen Schluck. Ja? Wo bist du? Da. Zack, auf die Birne. Das gehört sich aber nicht. Das gehört sich gar nicht. Da fehlen Blanke. Ach komm. Blanke und Dings. Ja, ich lasse das jetzt mal kaputt. Grummel. Naja, was soll's. Ein Metall. Wir haben ein... Hä? Wir haben nur einen Schrott. Habe ich nichts gesammelt? Ich faules Stück. Jo. Ich faules Stück. Pfui. So. Hier brennt's, ne? Ja, passt. Hier brennt's doch. Super. Okay. Unsere Dinger sind auch bald kaputt. Wir müssen die Insel eh bald verlassen. Jo. Jetzt muss ich nochmal glatt nachschauen, ob ich wirklich gar nichts mehr an Schrott habe. Das gibt's ja fast nicht. Dass ich das nochmal erleben darf. Unglaublich. So. Kann ich noch was rausschmeißen? Nö, ne? Passt derweil. Ich nehme an, den Haifischköder hat uns schon wieder weggefressen. Das heißt, wir können die Nacht noch nutzen, um Fischlein zu fischen. Fischlein fischen, verstehst? Und dann machen wir noch einmal die Runde. Aber ich glaube, wir haben eh schon ziemlich alles. Dann werde ich nur noch den Schrott einsammeln. Gegebenenfalls Ton und Sand. Und dann war's das. Würde ich sagen. Jo. Und dann legen wir wieder ab. Blanken hätte ich aber schon noch eigentlich. Ich bin nur zu faul, sie zu holen. Die letzten Reserven verbrauchen? Warum nicht? Wäre eh wurscht. Hier gehört auch fast noch eine Lampe her, ne? So eine Wandlampe wäre schön. Eine Wandlampe, das wäre schön. So, können wir schon wieder herstellen? Jawohl, ja. Hervorragend. Gut. Dann werde ich trotzdem noch ein bisschen fischen. Vielleicht kriegen wir noch einen Hering oder trotzdem noch eine Seebrasse. Irgend sowas in der Richtung. Dann haben wir zwei wieder. Das passt eh perfekt. Jo. Dann werde ich aber gleich beide ins Wasser schmeißen, glaube ich. Und was zum Essen wäre auch nicht schlecht vorher noch. Ja, mal gucken. Bam. 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 Das war übrigens eine Vollmondnacht, wie es ausschaut, ne? Ja, Hering, super. Und herstellen. Zack, perfekt. So. Genau. Warte, stopp. Hier war noch Blanken drin, genau, das nehmen wir mal. Ich muss eh da hinten, glaube ich, was, ne? Irgendwo was ausbessern. Kunststoff, genau. Einmal und zweimal. So. Und dann musste ich, glaube ich, noch schon ein paar Mal was reparieren. Da muss ich mal kurz die Runde machen. Irgendwo, glaube ich, kommt mir vor,
Hätte der Haifisch, der böse Junge, uns schon was angeknabbert? Ah, hier fehlt noch ein Eck. Genau, da brauche ich nochmal Kunststoff. Sowas. Sowas. Hihi, Zocki, du bist doof. So. Genau. Ich wollte das hier bauen. So, jawohl. Gut. Das heißt, wir haben genügend Planken. Das heißt, wir können hier weiter schmelzen. Planke, 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 Planke. Und noch schnell was futtern. Und jetzt wird's hell. Dann schmeißen wir den Haiköder rein ins Wasserle. Und dann tun wir... wieder noch eine Runde schwimmen unten. Schauen, dass wir Schrott kriegen, Sand, Ton und nach Möglichkeit noch Erze. So, also hier, ne, bei der hier, das einmal, das Weiße hier muss doch Milch sein, oder? Ich glaube nicht, dass man mit einer Kokosmilch wird das nicht gemeint sein, oder? Glaube ich fast nicht, oder? Es wird schon originale tierische Milch sein, ne? Das hier wäre machbar. Das können wir irgendwann mal kochen probieren, diesen einfachen Fischeintopf, aber der ist halt heftig. Und derweil muss ich halt bei Gemüse und Obst bleiben. Wir haben natürlich Gemüse mit. Zwar jetzt keine Rüberlis, aber Kartoffelis. Die koche ich gleich mal. Zack. Und hier haben wir auch was zu futtern, Gott sei Dank. Das schmeißen wir jetzt gleich mal rein. Nom, nom, nom. Dass wir ein bisschen gestärkt sind. Immer noch keine Eier. Und der Hai. Der gute Hai gibt schon wieder sein Bestes. So, haben wir noch einen Fischi? Nein. Wo bist denn du, Mistviech? Ich meine, ich komme eh schon wieder zu spät. Ja, ja. Das war klar, weil ich noch schnell auf den Grill was gelegt habe. Ich glaube, wenn das so weitergeht, kann ich schon wieder ein ganzes Deck Kunststöffchen da reinstecken. Aber will ich gar nicht machen. Nehmen wir wieder zwei. Reparieren wir den Dreck schnell. Und dann gehen wir tauchen. So. Köder, Köder. Fürs Fischili. Der wird wieder da drüben platziert, weil da hat es irgendwie am besten meiner Meinung nach funktioniert. Da hört man es ja auch recht gut. Platsch. Dass das Mistviech beschäftigt ist. So. Wir haben, ich habe eh eine zweite, das passt. Ein bisschen Platz haben wir auch, das passt auch. Können wir, ja, das kann ich in der Tat. Kann ich gleich nochmal nachlegen. So. Passt. Ja, er ist beschäftigt. Ab in die Fluten. Und nochmal die Runde gemacht. So. Zuerst wieder Ausschau halten nach Erzelein. Wobei ich glaube schon, dass wir da so recht brav waren. Wahrscheinlich wird es immer noch irgendwo weiter unten wahrscheinlich noch mehr Sachen geben. Eine Lampe wäre halt echt mal cool, wenn es sowas geben würde. Eine Taucherlampe. Aber ich glaube, erztechnisch waren wir wirklich brav. Da haben wir, glaube ich, wirklich vieles, wenn nicht sogar alles, gefunden. So, ich muss auftauchen. Ah, hier haben wir was. Hab schon gesehen. Passt genau. Mit dem Auftauchen können wir gleich direkt wieder runter. So. Ich glaube, den zweiten Haifischköder platziere ich gleich hier. So. Dann gehen wir das Erzelein holen. Das war hier irgendwo, glaube ich. Noch tiefer. Muss man kurz klupschen. Noch tiefer, ne? Hä? Wo habe ich denn das gesehen? Das ist schon zu tief, oder? Ich weiß nur, es waren zwei, glaube ich. Oder war das vielleicht eine Blubberblase wieder? Die ich jetzt verwechselt habe. Na hier, passte. So, einmal. Und, au.
Ich habe doch hier extra den Haifischköder hingelegt. Wieso frisst das Mistviech denn nicht? Au, der verhält halt lieber mich. So, den nehme ich noch mit. Und dann nix wie zurück zum Floß. Hätte ich echt nicht gedacht, dass es nicht wirkt, ne? Au. Ja, ja. Jetzt werde ich, glaube ich, sterben. Ich habe vergessen, wo das Floß war. Ich muss mal schnell hier rauf. Puh, ne? Dieses Viech. Macht mich schwach. Boah. So. Also, wir haben hier noch Erze. Und Planken. So, das schmilzt schön vor sich hin. Perfekt. 8 Bahren haben wir schon wieder. Sollte mal was essen und was trinken. Im Optimalfall. Und ich muss wieder mal was ernten, weil die Möwe hier, ne? Die gibt schön Vollgas und die legt keine Eier. Mistviech. Vielleicht muss ich ein zweites Nest. Habe ich ein zweites Nest? Ich glaube schon, oder? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da werden wir die ganzen Kartoffeln anpflanzen. Weil von denen habe ich nicht mehr so viel. Also schon noch gebunkert, aber... So. Na, jetzt nicht dabei. Ein Schluck für mich. Ein Schluck für die Pflanzen. So, so, so. Passt. Einmal Salzwasser. So. Und hier nochmal befüllen schön. Ein Schluck für mich. Noch einer. Und die Tasse voll machen. So, also mit der Tasse wieder voll machen. So. Und den Behälter da, ne? So. Manchmal hab ich echt das Gefühl, dass diese Haiköder, eine hundertprozentige Garantie, dass der Hai auf das geht, ist scheinbar nicht gegeben. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Haiköder mehr fake sind schon als nützlich. Ja. So, jetzt muss ich wieder fischen. für den Haiköder. Schrecklich. Echt. Unglaublich. Aber dafür haben wir schön viel Metall bekommen. Wir haben unser Fundament hier, schaut hier schon, also unser Floß schaut hier schon recht sicher aus. Wird ja. Es wird, es wird. Jo. Buntbarsch. Von dem Buntbarsch kriegen wir echt viel. La 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 la. Mich ärgert es auch, dass ich da nicht drauf komme. Da wäre so schöne Planken. Ja. Wäre so schön. Es wäre so schön. Makrelen, ja. Was brauche ich jetzt noch? Seil, glaube ich, ne? Muss ich mir auch noch eins holen. La la la. Die Möwe taugt sich wieder. So, noch ein Buntbarsch. Da drüben schwimmt der Hai, der Trottel. Ja, und dann würde ich sagen, die Angel ist wieder hin. Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich jetzt noch den Schrott einsammeln werde. Und dass wir dann abhauen hier. Ach, warte, schmelzen. Warte, schmelzen. Langsam. Schmelzen. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Da werden wir den Kupfer nehmen. So. Werden wir mit Kupfer weitermachen. Ein Baren müsste normal noch sein. Genau, also ein Metallstückchen. So. Genau. Jetzt gehen wir noch schnell was essen. Tonschüsseln habe ich eh zum Glück. So. Und den gebratenen Fisch. So. Ah, der falsche. Hoppala. Ah, hier hätte ich können die Makrelen verwenden, ne? Ich bin so schlau.
Auf jeden Fall beenden wir mal den Part. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!